4, 3, 2,
und wir wechseln zu unserer schiebenden Bewegung. Rechts, links, ja. Stell dir vor, du könntest die Wolken vor deinem Körper wegschieben, so dass du die Sonne rausschieben kannst. Okay, das ist Schulterlevel. Und von hier wechseln wir wieder, wir schieben links hoch, rechts tief. Links hoch, rechts tief. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Hoch und ab. 4, 3, 2. Letzter und schau schon mal für die nächste Runde. Schieb dich raus und lande wieder weich auf beiden Beinen. Yeah. Hoch und ab. 4, 3, 2, 1. Sondern bleib oben. Dein linkes Bein ist dein Standbein. Dein rechtes Bein schiebt schräg nach unten. Arme hoch, tief. 4, 3, 2, dann stopp oben, halte. So, und jetzt dein linker Ellbogen und dein rechtes Knie zueinander und weg voneinander. Zueinander und weg. Noch 4, 3, 2, 1 und stopp und setz ab und schüttel aus. Gut. Schultern nach hinten kreisen. Das war erstmal eine klitzekleine Erwärmung ohne Hilfsmittel. Jetzt nehmen wir unser Handtuch dazu. Das heißt, es wird so ein Übergang Erwärmung mit Hilfsmittel bzw. es geht Richtung Kräftigung. Gut. Wie immer starten wir im Stehen. Das heißt, Beine breiter als Hüftbreit. Hände sind erstmal am Handtuch gefasst. Ihr habt das Handtuch ungefähr so weit gefasst, dass wenn ihr das Handtuch vor euch bringt, von außen mit den Daumen den Oberschenkel berührt. Ja, also ein bisschen breiter als Schulterbreit ist es dann letztendlich. So, erstmal die Bewegung für die Beine. Ihr setzt euch tief, ihr schiebt euch hoch. Ihr könnt das Gesäß auf Knielevel bringen. Habt ihr keinen Stress mit dem Knie, dann geh ruhig so weit nach unten, dass du auf Knielevel bist. So, jetzt werden wir ein bisschen langsamer, weil wir schieben die Hände in dem Moment, wo wir uns tief setzen, über den Kopf dazu. Atme aus, atme ein. Atme aus, atme ein. Für die Schwangeren übrigens, schieb die Hände nicht mehr ganz so hoch. So, komm hoch und tief. Hoch und tief. 4 Stück. 1, 2, 3. Dann stopp oben hier. Tief halten, halten, hoch. Tief halten, halten, hoch. So, auch wenn deine Hände oben sind, zieh deine Schultern nach unten. Tief, rechts, Mitte, hoch. Tief, links, Mitte, hoch. Genau, wir gehen tief, wir bauen für das Halten so eine Seitneigung. Einmal nach rechts und einmal nach links ein. Hoch. Tief die Beine, neigt nach rechts, Mitte, drück dich hoch. Arm hoch, Arme seit, Mitte, und ab. Letzten 4. Seit, Mitte, ab. Die Seiten wechseln wir. Wir ziehen einmal nach rechts, einmal nach links. So. Letzte Runde. Einmal nach links. So, stopp in der Mitte. Und hier drehen. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Schau wieder, dass dein Knie hinter deiner Zehenspitze bleibt. 4, 3, 2, jetzt schau mal, das ist eine Paddelbewegung. Yeah, rechter Arm hoch, linker Arm.
Und jetzt kommt von hier aus noch eins Flugzeug. Und halte für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lass locker, schön raus. Hallo, linke Asthma. Es soll warm sein. Ja, wenn euch jetzt nicht warm ist, dann weiß ich nicht, dann stimmt irgendwo was nicht.
Das ist langweilig, viel zu leicht für mich.
springst du noch die Hände über den Kopf, legst dich komplett ab und rollst dich von hier aus wieder nach oben auf. Okay, machen wir 5 Runden mehr. 1. Jeder ruhig in seinem eigenen Tempo, weil es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie weit du nach unten ablegst. Für mich wird es die dritte Runde. So, dann die vierte Runde, vorletzte Runde für mich. Und wir kommen zur letzten Runde. Tief und wieder hoch. So, jetzt stopp hier, zieh die Schulterblätter zueinander und löse mal beide Beine. Das nehmen wir jetzt noch als Abschluss hinten dran für diese Übung. Wenn du kannst, wenn du mehr willst, je höher du deine Füße bringst, umso schwieriger wird es. Letztendlich könntest du auch die Beine strecken, wenn du das halten kannst. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dann lass die Beine sinken. Öffne die Beine, breiter als Schulter frei. Und diesmal nicht mit geradem Rücken vorwärts kommen, sondern diesmal ruhig einrollen und locker passiv über deine Beine dich hängen lassen. Zur Mitte zurückkommen.
unzermittelt zurück. Schnappt euch euer Handtuch. Weiter geht's. Ich zeig's euch erstmal. Und zwar jetzt. Es ist ein bisschen vom Nachteil, wenn ihr lange Beine habt. Ja, weil wenn ihr lange Beine habt, wird die nächste Übung schwieriger. Also kurze Beine, es ist ein bisschen leichter. Aus der Bootsposition. Ich halte meinen Handtuch rechts, links fest. Löse ich meine Beine und schau mal, ohne dass ich die absetze, versuche ich mit meinen Füßen über das Handtuch zu kommen und dann wieder unter das Handtuch durch. Das heißt, ich muss mich hier so ein Stück zueinander ziehen und dann schiebe ich das Ganze wieder weg. Hast du keine Chance, das zu machen, dann schau mal, dann tu einfach so, als ob du eine Hand hättest und versuch trotzdem so nah wie du kannst die Knie zur Brust zu ziehen und das Handtuch nach oben und nach unten zu bringen. So, auf geht's, jeder sollte in dieser Bewegung drin sein. Ran und weg. Ran und weg. Jeder, achtmal mehr. Einmal hoch, einmal tief ist eins. Ich bin bei zwei. So, komm, 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 nicht stehen bleiben. Drei. Vier. Halbzeit heißt das. Fünf. Bleib dran. Sechs. Sieben. Und eine letzte Runde, die acht. Und stopp. Boah. So, leg das Handtuch zur Seite. Lass dich hier nochmal locker überhängen. Atme durch. Gut, dann roll dich auf den Rücken zurück. Zieh nochmal deine Knie zur Brust, so dass der obere Rücken ganz fest in die Matte hineinschiebt. Gut. Check auf von hier die Füße auf. Leg die Hände rechts, links locker neben dem Gesäß ab. Und heb das Gesäß mal so ein kleines bisschen weg vom Boden. Also es ist wirklich minimal in der Luft. Schieb die Faust nach unten und drücke die Hüfte nach oben. So, im Optimalfall so das Minimum Oberschenkel, Oberkörper eine Linie hat. Wir können aber auch höher schieben, wenn das geht. So, von hier lass das Gesäß wieder sinken, bis kurz vor Boden, atme ein. Und dann schieb die Hüfte nach oben, atme aus. Atme ein, sinken lassen, Hüfte heben, ausatmen. Einatmen, komm tief, ausatmen, komm hoch. Okay, acht Stück. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und den letzten, den halten wir.
Mitte zurück. Rechtes Bein sinken lassen, Mitte. Linkes Bein sinken lassen, Mitte. Gut. Okay, jetzt bringen wir alle die Hände an den Kopf. Löst Kopf und Schulter. So, und schau, lasse ich das rechte Bein sinken, ziehe ich meinen rechten Arm schräg nach oben zum linken Fuß und umgedreht. Hoch und ab. Hoch und ab. Hoch und ab. Die letzten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So, letzte Runde, dann lass beide Beine nochmal oben. Löse nochmal die Schulter, zieh die Zehenspitzen ran und jetzt nur die Hände rechts, links, rechts, links, rechts, links. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Setz ab. Schieb die Füße nach unten, zieh die Hände nach oben, streck euch. Atme tief in den Bauch hinein. Das heißt, in der Entspannungsphase lassen wir den Bauch locker. Ihr spürt, wenn er einatmet, wie die Bauchdecke sich hebt, wenn er ausatmet, wie sie sich senkt. Okay. So, dann holt euch ruhig eure Hand und mach mal ran. Bring als erstes deine rechte Kniekehle in das Handtuch, zieh das Knie so nah wie du kannst zur Brust ran. Den Fuß lassen wir vor, aber drüber hängen als den rechten Fuß. Der linke Fuß schiebt stark weg von euch. Je mehr die linke Ferse wegschiebt, umso mehr senkt sich der linke Oberschenkelknochen ab. Das, was wir hier wollen an dieser Stelle. Dann bringt man das Handtuch an den Fuß, holt immer noch das Knie nah ran und bringt jetzt den Unterschenkel in eine senkrechte Position. Das Knie, rechtes Knie zieht zur Brust, linkes Bein schiebt weg von euch. Lass es nicht locker, es darf nicht das passieren, dann ist es nur die halbe Arbeit, das muss wegschieben. So, und jetzt ganz zum Schluss streck so weit wie du kannst dein rechtes Bein. Im Optimalfall sind deine Arme aufgestreckt, sodass du immer so nah wie du kannst am Fuß bist. Letzten drei Atemzüge hier. So, beug das obere Bein, nimm es aus dem Handtuch raus, nimm das gebeugte rechte Bein, leg da auf die linke Seite, bring das Knie direkt auf den Boden und schieb deinen rechten Arm nach schräg oben zurück. Ja, die linke Hand kann das rechte Knie erden, die rechte Hand schiebt nach schräg oben zurück und der Blick soll auf der rechten Hand hinterhergehen, sodass dort Arm und Schulter so weit wie möglich sinken. Dann atme ein, hol den Arm zur Mitte zurück. Das Bein zur Mitte zurück. Stell ruhig mal beide Beine auf. Schüttel sie aus, die Beine. So, und jetzt schnappt euch euer linkes Bein. Bringt als erstes das Handtuch in die linke Kniekehle. Rechtes Bein schiebt weg von euch. Jetzt zieht euch das Bein ganz nah zum Körper an. Kinn zieht in Richtung Hals. So, bis der Nacken sich streckt. Hier haben wir eine relativ starke Beugung in der Hüfte und eine relativ starke Beugung im Knie.
Und zwar indem man die linke Ferse Richtung Decke schieben, das Bein so weit wie es geht strecken. Und da ist jetzt für die meisten die starke Räume auch aus der Hüfte weg. Soll einen relativ deutlichen Zug an der Rückseite vom linken Bein im Augenblick spüren. Ich wieder nach oben auf. Rechte Hand zum linken Fuß, linke Hand setzt dahinter euch auf. Einatmen Länge, ausatmen drehen. Wer auf der einen Seite den Arm um den Rücken gewickelt hat, macht das auf der anderen Seite auch. Fasst den entgegengesetzten Oberschenkel, wenn das möglich ist. Und verstärkt die Drehbewegung ein kleines bisschen. Hoffentlich ganz bald. Tschüss!